So, jetzt muss ich zum Bus lackieren müssen. Ich muss dahin, wo der Bus lackiert werden muss. Sagen wir so. Ah, ich bin noch total verwirrt. Ich, ja. Ich hab. Ich hab, ja. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin angefahren, okay? Ja, und jetzt gehört er nochmal ein bisschen lackiert. Und es gehört noch was verändert. Hier, dieser Aufkleber gehört weg. Da ist nämlich ein Aufkleber drauf. Und der gehört weg. Den müssen wir löschen lassen. Dann lassen wir doch gleich mal löschen. Okay, zurück. Änderung übernehmen. Den Kratzer hinten rauspolieren. Da haben sie einen Kratzer, den polieren sie aber raus, haben sie gesagt. Okay. Ich bin nämlich angefahren. Ich bin um die Kurve gefahren und ein bisschen angefahren, aber nicht viel. Also wirklich, es war nur so ein Gebüsch so ganz leicht daran. Aber man sieht halt so ganz feine Kratzer drin. Und ja, das muss repariert werden. Aber da haben sie schon angefangen damit. Und da musste ja dieser Buchstabe noch raus. Da war hier noch ein Bus. Ja, hier im Bus war noch ein Buchstabe drin. Keine Ahnung warum. Weil es sollte ja nur, Auftrag hieß ja nur, oben ein Buslogo drauf und mehr nicht, ja. Aber jetzt schauen wir uns einmal an. Ich habe übrigens umbauen lassen auch noch. Es ist ein neuer Boden reingekommen, bisschen so auf Parkettoptik. Und die Sitze haben eine andere Farbe bekommen, eine andere Farbgestaltung. Ja, neue Polster, ja. Das ist unser Bus. Sieht ja schon gut aus. Wir können ja mal rausfahren. Dann lassen wir ihn mal an. Möchte man sowieso unbedingt von außen anschauen. Ich bin jetzt echt gespannt drauf, wie er von außen so ausschaut. Weil ich habe noch nicht wirklich die Zeit gehabt, mir den Bus jetzt anzuschauen. Das machen wir aber jetzt. Oh ja, doch. Der sieht schon gut aus. Oh, ist ein schöner Bus. Mhm. Ja, 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 oh ja, doch, er gefällt mir. Schön transparent hier, diese. Ach, ich mag das sowieso, wenn mit solchen, seht ihr das hier, so mit kleinen Lochgitter, wenn man hier da durchschauen kann, richtig schön gemacht. Ja, ist echt ein schöner Bus. Schauen wir uns mal von innen an. Ja, man sieht da auch nichts, also das ist wirklich gut gemacht. Dass man von innen trotzdem einigermaßen also richtig gut rausschauen kann. Er ist super gemacht, muss ich echt sagen, wirklich top. Ich habe mein Handy dabei, ich mache mal ein Foto von meinem schönen Bus. Bisschen näher ran. Ja. Wirklich schöner. Also ich muss echt sagen, wirklich schöner Bus. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht machen wir noch eins bisschen weiter zurück. Ja, so. Weil er einfach toll ausschaut. Ich finde wirklich toll. Ja, und der passt schön ins Stadtbild rein. Ich werde diese ganzen Busse vielleicht alle so umlackieren lassen. Das ist so ein Konzept mit der Stadt. So, ja, Chinatown-mäßig. Mehrere Aspekte von der Stadt mit drin. Und die Vielfältigkeit halt auch. Und ja. Und deswegen ist er so lackiert worden. Ja, wirklich schöner Bus. Macht sich echt schön auf dem Mercedes. Ja, doch. Ist echt schön geworden. Muss ich sagen. Ja.
Der Graf. Oh, halt, stopp, 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 stopp. Yeah. Ich habe noch was vergessen. Wollte ich noch schauen. Haben sie den Kratzer rausgebracht? Ja. Das war hier. Ja, den haben sie schön rauspaliert, da sieht man nichts mehr. Das, ja, doch. Mal ein bisschen ins Ding rein. Ja, den haben sie rausgebracht. Super schön. Also war wie gesagt, es war ja nicht wirklich irgendwas Weltbewegendes. Ein kleiner Kratzer halt, aber man hat es halt gesehen und ich finde halt, ganz ehrlich, wenn es ein neuer Bus ist mit neuer Lackierung. Ja. Da muss das schon passen, ja. Also falls ich es ja noch nicht erwähnt habe, ich bin aus Versehen ja angefahren. So, aber nicht viel, nur so Gebüsche entlang gestriffen. Okay. Dann lasst man an im Bus. Aber sieht echt gut aus. Aber ich habe jetzt echt noch nicht die Zeit gehabt. Ich habe mir lackieren lassen. Bin dann zurück. Ja, ich habe echt noch keine Zeit gehabt, mir den Bus überhaupt anzuschauen. Bin dann her, bin zurück und ja, dann hat es schon Bosch gemacht. Also, ja, was heißt her? Ich war eigentlich unterwegs. Ich will jetzt nicht sagen, wo ich hin war. Muss man ja nicht wissen, aber ich war halt unterwegs, ja. Und war halt blöd. War halt echt blöd. Oh, lass mich da rein. Dankeschön. Ein bisschen ausholen. So. Bin ich jetzt richtig? Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Das ist jetzt mal ein Blinker. Weil ich weiß jetzt echt nicht, wo es ins Depot geht. Ich fahr da mal ran. Naja, allzu gut bin ich noch nicht in der Stadt hier. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ah, ich habe mich verfahren. Ah ja, okay, sie muss irgendwie umdrehen. Ja, hier kann ich schlecht umdrehen. Könnte theoretisch darüber fahren. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ich habe keine Ahnung jetzt. Aber das kriegen wir schon mit. Das kriegen wir schon raus. So, guter Mann, was ist jetzt? Will er doch nicht drüber. Muss ich da jetzt hoch? Ja, fahren wir da mal entlang. Wenn nicht, dann drehen wir hier einfach mal rum. Ich muss jetzt echt mal gucken. Nochmal die Orientierung. Ei. Ja, wenn ich jetzt hier bin, dann brauche ich eigentlich bloß, kann ich hier hochfahren auf die Schnellbahn drauf. Kann ich dann da runterfahren? Nein, das ist, nein. Ich muss jetzt vorne rüber, links dann entlang. Ja, okay, gut, okay, geht immer schön. Was ist hier jetzt? Einfach zukommen. Lass dir mich rein. Danke.
bin ich jetzt richtig? Ich werde schon richtig sein, oder? Ja, ja, doch, ich bin jetzt schon irgendwie richtig. Jetzt muss ich rechts fahren und dann links. Ja, genau, hier bin ich ja Komma. Ja, ja, genau. Erst. Ich glaube, da muss ich jetzt links. Ich sag's auch, ohne Routennavi bist du aufgeschmissen. Also ich habe ja Routennavi, also wenn ich jetzt auf Route geht, dann habe ich ja Navi. Dass das genau sagt, aber. Jetzt müsste ich da vorne theoretisch links abbiegen. Oh, denke ich mal. Ich weiß es jetzt echt nicht, aber ich denke ja. Doch, ja. Mal grün, dann ziehen wir mal da durch. Ja. Doch, 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 doch. Jetzt bin ich aber schon richtig. Wir müssen unter die Unterführung. Unter, also genau, unter der Brücke, Autobahnbrücke. Unter dem Highway, sagen wir es mal so. Ja. Müssen wir durch. Da bin ich jetzt schon einigermaßen richtig. Ja. Ja, doch, doch. Hey, hey, halt an. Ja. Jetzt auch. Jetzt sind wir hier. Sehr schön. Lass mich du rüber. Das ist aber nett. Dankeschön. Dann stellen wir hier mal ab. Chef, hab mich schon gefragt, wann du kommst. Gut. Dann kann ihn jemand anders übernehmen. Auf jeden Fall richtig schön. Na, das passt schon, der Bus. Den soll Michael gleich übernehmen, den Bus. Soll der gleich weiterfahren? Okay, dann schaue ich mal zu Michael rein.